Ja, und herzliches Willkommen zur Folge 3 von The Convenience Store. Okay, Regenschirm in der Wohnung aufzuspannen ist auch nicht gerade das Beste, oder? So, Messlein. Draußen macht dann mehr Sinn, aber richtig schützen sich so ein Regenschirm auch nicht. Nein, das hat gut mit der Umbrella-Koppel. Ja, dritter Tag und ich bin immer noch nicht geschafft, um zu reparieren. Na ja. Muss ich mal wieder tun. Großartig angefangen. Kollege ist mal wieder da. Okay. Ich habe dich erwischt. Hm? Okay, okay. Fein. Ich werde damit aufhören. Ich verspreche es. Ich werde es nie wieder machen. Du bist das größte Arschloch aller Zeiten. Manche Patronen werden vermisst. In den Regalen. Bitte füllt nach. Nach eurem Motto. Unserem Motto. Bitte. Füllt nach. Bis morgen früh. Euer Manager. Okay. Mein leichtes Regenproblem. Und jetzt darf ich hier nachfüllen. Okay. Okay. Leute, habt ihr hier irgendwas vergessen? Hallo? Hm.
Okay, hier war niemand. Okay, das. Dieser Scherz ging nach hinten los. So, das war der Endlich-Artikel. Oh. Guten Tag, ich bin Hamada. Ich soll das mit den Lüftern überprüfen. Dann Boss. Irgendwas mit, damit das Essen will, dass das Essen weiter frisch bleibt. Ich hasse es, um diese Uhrzeit zu arbeiten, aber er bezahlt mich sehr gut. Don't mind me. Bitte störe mich nicht. Also ich werde die Lüfter sehr schnell überprüfen und dann so schnell es geht wieder abhauen. Das ist nur meine Übersetzung, also es tut mir leid, dass die Übersetzung nicht hundertprozentig perfekt ist, aber ich bin halt nicht gut im Englischen. Und den Übrigen, warum rennt er so rum? Ich hätte ihm erlaubt, hier durch den Laden zu gehen. Wäre kürzer gewesen. Sehen Sie? Kürzer. Bitte lassen Sie den Schlüssel liegen, bitte. Oh, ich muss hinter die Kasse. Immer mit einem Lächeln, immer die Kunden begrüßen. Egal wie schlecht gelaunt die sind, immer begrüßen die Kunden. Guten Tag, was wünschen Sie? Oh. Hey. Bin ich nicht die einzige Arbeiterin hier? Ich kann das nicht glauben.
Was für ein Miniature? Steht eine. Mädchen. Mitternacht hier ein. Und das auch noch ganz alleine. Ich sehe, du hast keine Chance. Keine Wahl. Wer released? Ich gebe dir meine Protection Charm. Also mein Talisman. Nun, be careful. Take it. So. Und der Schlüssel wird. Nee, irgendwann brauchen wir den noch. Nein, du kriegst ihn schon nicht. Das die rauchen. Ach nö, bitte, tu das nicht schon wieder, ihr kleines Schräubchen. Keine Ahnung, was da steht. Das wird dem Manager aber nicht gefallen. Ah, das war der Auslöser. Okay. Was hat das hier mit auf sich? Okay. Die werden wir wohl gleich brauchen. Aber jetzt geht's ja mit dem goldenen Schlüssel.
Die Kassette her. Ja, jetzt müssen wir uns die auch noch angucken, die Kassette. Okay, ach, das ist die Hütte, wo wir drin waren. Was für ein Albtraum. War das alles ein Traum? Ja. Und wie es in der nächsten Folge weitergeht, also wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal. Euer Korganto bei The Convenience Store.